Harry sagt, guten Tag zur Realität heute am 7. April 2021. Ja, heute mal wieder hier am Leuchtturm und Faro 2, unserem Wahrzeichen hier von Maspalomas. Wir haben gerade Niedrigwasser und wir haben keinen Wind und deswegen kann man jetzt von dieser Stelle aus sehr gut ohne zusätzliches Mikrofon berichten und das hat die Wahl dann leicht gemacht. So, wir kommen mal gleich zu den Nachrichten und zwar das wohl Wichtigste. Alle werden schon gelesen oder gehört haben, Sanchez kündigt an, den Alarmzustand im Mai auslaufen zu lassen. Also mehrmals wurde das berichtet. Diese Schlagzeilen, die ich bringe, kann man genau nachlesen, wenn man die Quellenanweise oder Hinweise anklickt. Und dann kann man auf den beiden Nachrichtenportalen die einzelnen Nachrichten, die genauso lauten wie die Überschrift, nochmal anklicken und dann den genauen Text lesen. Weil da einige immer nach den Hintergründen fragen, die lesen nur die Überschrift. Da gibt es klar keine Hintergründe, also bitte nachlesen. Dann heißt es, was ich gestern aufgenommen habe, gestern Morgen, das war die Ankündigung für den südlichsten Marathon Europas. Der soll vom 18. bis 21. November stattfinden und das war gestern am Strand von Maspalomas. Die Ankündigung, ja, mit der errichteten Bühne gestern Morgen oder im Wetter zu sehen. Ein Deutscher ist verhaftet worden in San Fernando, Playa de Ingles, mit einem internationalen Haftbefehl. Der wurde wegen Betruges und weiteren Delikten wohl international gesucht. Open-Air-Konzerte sollen ab Juli wieder stattfinden können, sagt man in Las Palmas natürlich, unter freiem Himmel. Auch eine, finde ich, wichtige Schlagzeile für die Inseln. So, und jetzt kommt es, die Frage, die immer, wie viele Hotels sind denn offen? So, und jetzt habe ich es ganz genau. Hotelbelegung, 577 Hotels auf den Inseln sind offen, von insgesamt 1808, also ein Drittel, kann man sagen, sind geöffnet. So, was gibt es noch an Nachrichten? Ja, und die Kanaren, und das ist wohl ebenfalls wichtig, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann oder könnte, die Kanaren erhalten eine volle Selbstverwaltung für die Küstenregionen bereits ab diesem Jahr, ab 2021. Also das heißt im Klartext die Selbstbestimmung über ihre Küstengewässer. Und das wäre ja auch nicht ganz verkehrt, um einige Sachen besser regeln und koordinieren zu können. Oh, sieht das wieder herrlich aus hier. Unser Wasser. Ja, die Angler da, die stehen da verdächtig nahe. Die meine ich, wenn die Flut jetzt kommt, dann... Aber das sind ja echte Sportler, die Angler, also insofern haben die ja nichts zu befürchten. Ja, und hier warten natürlich auch wieder die Wassersportler auf ihre Wellen und jetzt hört man schon, der Geräuschpegel wird lauter und jetzt ja, hier zu stehen ist ein Geschenk, sage ich mal, und ich weiß es auch zu schätzen und für mich natürlich keine Arbeit, diese Videos zu machen, sondern es ist Spaß und Freude. Und somit kann ich euch natürlich auch ein bisschen zweite Heimat weitergeben. Ja, ich finde, dieser Platz hier, auf dem ich jetzt stehe, das wäre natürlich der allerbeste, um ein schönes Bier oder einen schönen Drink zu genießen oder einen Kaffee.
hier sitzend und die Sportler zu beobachten. So, aber wir können trotzdem auch mal ein bisschen darüber gucken, was ist denn heute los am Strand? Mit Sicherheit nicht viel, das sieht man von hier aus. So, die Realität hier am Strand um 17.30 Uhr am heutigen Mittwoch, den 7. April 2021. So leer war es wohl die letzten 30 Jahre nicht. So, und wir gucken noch mal hier auf unseren Felsen. So, und was ist los an der Strandpromenade? Wie sieht da die Realität aus? Kann ich euch auch zeigen. So sieht es da jetzt aus. Ja, wir können ja noch ein paar Meter fahren. Ja, dieses Restaurant oder Café hier vorne, das ist sehr spärlich besucht, aber ich habe mal auf die Speisekarte gesehen. Kein Wunder, dass da sehr wenig Menschen sich niederlassen. Ja, man sieht hier auch das Thermometer, 17.24 Uhr, also mit meiner Zeitschätzung war ich, und es sind 25 Grad. Also die Höchstwerte, so wie heute angekündigt. Ja, und hier wieder das berühmte Restaurant, Bar, Cafeteria, wie auch immer, El Senador. Wie viele von euch hier schon gehalten, gegessen, gesessen haben. Früher war es uriger, aber das ist bei vielen Sachen so. Früher sagten die Menschen immer, war alles besser. Zumindest war es anders.
Ja, hier sitzen die Schönen und die Reichen manchmal. Einen hat es auch hier, na schön und reich, kann man nicht sagen, aber prominent. Hat es auch auf diese Insel verschlagen, den sieht man jetzt hier öfter. Aber ich behalte das für mich. So, und nun werde ich wohl die Kamera ausschalten, denn hier sind mir zu viele Leute und ich möchte dann doch wieder die Intimsphäre der Menschen wahren und verabschiede mich jetzt nochmal mit so einem kleinen Blick in die andere Richtung und sage bis morgen zum Wetter oder unterwegs oder die Realität, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Kommentieren und natürlich fürs Dabeisein. Jeder kann auch den Kanal abonnieren bzw. die Videos weiterleiten an Freunde und Bekannte, selbstverständlich. Ich sage hasta mañana.